Hallo meine lieben Leute und ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu Little Nightmares. Hallo. Die Inka am Start. Jo. Oh. So. Ja. Wie kam es gerade so nah? Es war ein zauberhafter Moment gerade. Genau. Ich bin gerade am Topf hängen geblieben. So wenn der schlaft genauso, wenn du nachts schläfst. Hast du die schon mal gehört? Mich? Nein. Ich schlafe wie ein Engel, wie so ein Baby. Er kriegt immer so Tritte von mir ab. Das ja, aber sowas von einer, Leute, ehrlich. Aber was, Alter, richtig gestrampelt. Vorher, als ich die Knie kaputt hatte vom Fußballspielen. Alter, hat er mir die Knie kaputt gedreht, weil ich dachte jetzt hier, ba, 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 au. Ich bin auch so ein Träumer, Mensch. Du bist echt ein Träumer, Alter. Und lauf gleich denn direkt so da ja, rum. Ja, ist mal ich klar. Bin hängen geblieben und gerade auch so ein Tor. Lauf, 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 lauf. Oh, 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 jetzt sofort da rum. So, guck mal, jetzt ist das war richtig so. Ja. Und jetzt holen wir einen Schlüssel. Oh, oh. Und ganz schnell weg da. Lauf, Six, lauf. Bis wohin? Weg, einfach weg. Ah, okay. Tschüssi! Der kommt jetzt aber bestimmt hinterher. Ja, natürlich macht er das. Wo müssen wir eigentlich hinschlafen? Okay, da! Oh Gott, ist da aufgeregt. Oh, aber schnell! Ich mach ja schon, ich mach ja schon, ich mach ja schon. Schlüssel reinstecken. Piek! Aufregung! Als ersten Fehler auf! Oh. Versucht er, versteckt tut er. Da rein, da rein, da rein! Oh Gott, mach doch schnell! Tschüss! Oh. Oh Mann! Oh, das ist geil, das Spiel, ey. Das ist echt. Oh, da steigt einem der Adrenalin. Ich stell mir gerade vor, so ein Zwölfjähriger, wenn du das spielen musst, ey. Boah. Nur da irgendwie darüber lernst, ey, oh, da werden so ein paar Kinder gefressen. Ich meine, das erste große Spiel dabei. Unsere Tochter wäre in 3,5 Jahren soweit, ne? Ja. Das ist echt, ne. Also, ich muss überlegen, so. Das erste gruselige Spiel, was ich gespielt habe, war Resident Evil 1 oder Director's Cut. Da war ich 17, das war 98. Das fand ich schon sehr cool und kribbelig so ein bisschen, aber das. Und auf einmal sind sie alle hier. Oh. Ja, schau mal, der, das sieht echt fantastisch aus. Ey. Mach ich gerne, der sieht gut aus. Ah, die Seifenblasen. Oh, geil. Kannst du nicht noch weiterlaufen? Ja, mache ich gerne. Ja, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Wir sind überall da, guck mal, da kann sich das verstecken. Ja, und da geht es auch nicht mehr weiter. Wie sie das Geschirr da abhängt. Ja. Schalter. Nein! Versteck dich an dem Tisch. Ja, deine Beine. Oh, das Geschirr. Das ist ein Schalter, siehst du das? Sieht aus wie Bratpfanne und da ist Sicherung unter. Das haben die tatsächlich nicht gehört. Du musst wahrscheinlich den Schalter betätigen. Ja, denke ich auch. Und dich dann verstecken. Oh. Ich bleib doch ein bisschen hier. Ich finde es gar nicht mehr so schlecht hier gerade. Ach, guck mal. Oh, da kommt er tatsächlich. Das ist alles sehr. Oh, 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 oh Gott, das war nicht so gut. Auf, duck dich, duck dich doch, Alter. Anstatt dass ich duck, ey. Das macht mich wahnsinnig. Bleib da an der Ecke. Warte, bis der rausgeht, glaube ich. Weiß ich nicht. Doch, warte noch ein bisschen. Diese Fettarme, Alter. Oh, Leute, ey. Ihr habt euch das echt was einfallen lassen. Vorhin, anstatt den Schalter wieder auszumachen. Nein, der macht einfach ganz gemütlich seine Arbeit, oder? Ciao! Da ist ein Haken. Das ist schon ein bisschen Agonnenbild. Guck mal, die gehen über den. Ja, haben wir doch schon mal einmal gemacht. Sind wir doch an so einem Haken. Ja, aber guck mal, die gehen über den Tellerstapel. Die Mission ist klar. Ob wir sie ausführen können, das ist eine andere Sache. Oh,
Oh, super, dass es hier nicht mehr weitergeht. Hopp. Tschüss. Grüß mir den Mann. Nein, ihr lauft mir sicher irgendwie hinterher. Oh Gott, das geht nicht doch nicht, Leute. Das geht nicht. Ihr schaltet den Schalter aus. Sag sowas nicht. Upsi, ich glaube, ich lasse mal los, was? Ring gerade mal gut. Oh! Nein! Lass mich, ich mag nicht! Am Haken. Ich glaube nicht. Ich bin einfach zu tief gefallen. Jetzt okay, von da. Ja, das war natürlich die beste Chance, sich erstmal. Ja, weil ich mich erst hingehockt. Ich habe mich erst hingehockt. Ja, aber ich habe mich erst hingehockt gerade. Das war echt albern gerade. Meine Fresse. So. Und jetzt an den Tisch rein. Oh, da ganz schnell. Oh, da kommt der nächste. Die werfen mit irgendwas. Da kommt der. Alter, was ist da los? Guck mal, wie. Was? Was? Hast du dich gerade irgendwie auslösen? Dein Sprung. Oh Mann, scheiß Wand. Wer hat denn deine Wand hingeschickt? Wie wir zu dir hergeguckt haben gerade. Hast du es nicht gesehen? Nee. Schnell, schnell. Jetzt gerade aus auf die Kisten. Und hopp, 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 hopp. Und nehmen wir einen Haken. Ja. Was habe ich da an mir hängen? Ach, Schaum. Wie geil. Ey, das ist aber wirklich cool. Ja. Also die röcheln doch voll da hinten, ne? Ja. Hi. Wow. Oh, oh. War das so geplant? Ich glaube nicht. Nein. Was denn? Wieso falle ich da runter? Was war das denn? Bis zum Schluss, nicht loslassen, du fällst schon alleine. Ich hab doch nicht losgelassen, Alter. Lauf, da kommt schon der nächste. Das ist echt. Boah, das schmeißt so Flaschen nach uns. Yeah. Alter! Ich fress dir gleich irgendwas auf, weil der den Controller oder so. Oh Mann! Ich glaube, ich stelle mich auch heute gerade extrem dusselig an. Ja, tu ich auch! Ah! Ja. Stell dir den Tisch, Mann! Ah! Ach so, ich dachte. Ich bin da nicht schnell. Frauen, ey. Ich bin da nicht schnell genug runtergekommen. Stimmt, hassen die alle unser Video, weil wir so viel lachen oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ich. Warum soll ich mich da verstellen? Ich finde das gruselig und ich muss lachen und ich lache aus Angst. So. Nein, du wartest doch, bis der Haken. Ja, aber der hat mich doch gleich gefressen. Ja, du musst doch warten, bis der Haken da ist. Oder schneller sein für den ersten Haken davor. Ach so, was denn jetzt? Hopp! Ja! Du, ich sag doch warten! Ihr kriegt mich niemals leben! Ihr kriegt mich nicht. Leute, der schmeißt echt eine Flasche mit. Flasche nach uns. Ja. Warte. Jetzt. Jetzt loslassen. Ah. Das letzte Mal bin ich tatsächlich daneben gefallen. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ob das schon das nächste Kapitel war? Offensichtlich vielleicht schon. Die Küche. Mal ganz kurz. Uns einmal umschauen. Du bist aus dem Stopp, mal dreh dich mal um, bitte. Du bist aus dem obersten Loch da geklettert, ne? Ja. Guck mal, da unten ist ein Loch. Kannst du da reinklettern? Ach was. Ach, guck mal. Da ist jetzt ein Licht. Oh. Knuddel, die Knuddel. Ganz heiser, so viel habe ich rumgeschrien hier beim Spiel. Ey, Leute, ihr werdet uns alle für spastisch halten oder so, keine Ahnung.
Wir schreien den mal dafür, wir sind laut. Wie geil. Ich überblendet jetzt hier. Sehr cool. Tageslicht. Wir sind am Ziel unserer Reise wahrscheinlich. Das hört sich nach Freiheit an. Ja. Du hier hochgucken, ne? Ja. Boah, was läuft da denn längs? Oh. Nee, boah, Licht. Nee, boah. Da! Oh. Hast du irgendwelche Kreaturen? Das Meer, Alter. Echt. Leute, das ist Indie-Spiel, ne? Das ist echt geil gemacht. Das ist echt... Nein! Ich dachte, wir können schwimmen. Wo ist der? Hallo. Wie geil das aussieht, ne? Oh. Oi. Ups. Ich bin einen Schritt zu weit gelaufen. Na gut. So. Halt dich bitte mit R2 fest jetzt, okay? Hab ich, nein, tatsächlich, doch. Ich bin nur nicht... Oh Mann. Also ehrlich. Alle guten Dinge sind drei. Ah, okay. Drei Runden. So, bitteschön. Ich glaub's grad selber nicht. Ey! Und auch, Leute, jetzt könnt ihr halt auch gleich lachen, jetzt passiert mir das auch. Scheiß Kette umlaufen, ja? Ne, wir haben nichts zu lachen. Es reicht ja auch. Ne? Ich bin ja schon dreimal ins Wasser. Ich glaube, mir ist gerade eine Ader im Gehirn geplatzt vor Lachen, ey. Aber wie geil das aussieht, ne? Ja, aber was für Kühe sind das? Irgendwelche Fettsäcke? Oder Säcke, die Fette drehen. Aber das ist hier. Ich meine Leute, die Säcke drehen tragen, nicht Fett, die Säcke tragen. Säcke, die Fette tragen. Okay, aber das sieht irgendwie merkwürdig aus, ne? Diese Insel oder ja, was, ja, wir da drauf sind. Der sieht aus wie das Gesicht von den Filetierfranz, ne? Das Boot sieht aber auch sehr geil aus, ne? Ja. Das ist echt geil gemacht. So ein Spielzeug irgendwie, so ein Knick. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Das erinnert mich irgendwie an hier die Augsburger Puppenkiste. Ich sag ja, oder sowas wie Nightmare Before Christmas ist irgendwie gemacht. Ja. Guck mal, die Möwe sind jetzt auch hier rum. Ich wünschte, ich könnte mit dir wegfliegen, liebe Möwe. Oh Gott. Ja, doch, laufen sie. Nee, es sind aber nur Fette. Wozu? Warum? Was ist hier los? Wollen sie auch? Wie die aussehen? Guck mal, der eine hat einen Hut auf. Ja, dann hat er eine Maske auf. Tatsache. Wollen die auch an 6 Beine knabbern? Möglich, möglich. Ja. Gut noch geschmatzt, Hund. Dass Hunde immer so übertreiben müssen, teilt kein Benehmen, ey. Das macht sie gerne mal. Sie sappert aber auch viel. Ja, was mit der Frau, ich bin okay. Na, der ist ja nun, ne? Ja, okay, freu dich geht's. Noch eine Runde. Jupp. Ah, oh, normal fall möchte ich dabei sterben. Oh, so, schon mal erstmal das Rohr abtasten. Das ist immer wichtig, dass man das Rohr abtastet. Nein, was so, guckst du mit dir gerade die Straße an? Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Das jetzt, dann passe ich ja schon drauf auf, aber was guckst du mich gerade so strafend an? Der hat gerade das Rohr abgetastet, mein Gott. Was du wieder denkst, Alter, Frauen sind aber echt total schrecklich, ey. Nein, nicht also wirklich. Ehrlich. Du bist gerade dreimal runtergefallen, ja? So. Guck mal, das sieht aber auch ganz freundlich aus. Ja, das sind die Verwandten von Helmut Kohl. Familie Kohl kommt zu Besuch. Ach, guck mal. Da oben ist die Frisurenfrau, gell? Ja. Das so bewacht, ne? Ob es ja irgendwie. Ja. Bewacht? Ja, bewacht. Ja, die denkst du Nachschub so oder was mag die wohl denken? Keine Ahnung.
geil. Alle hier. Ja, wir mussten diese Aufnahmen nochmal machen, weil die hat irgendwie nicht aufgenommen. Also den Teil. Und dann sagte ich zu Inga, ey, pass mal bloß auf da. Und ich habe da kein gutes Gefühl, wenn der runterfällt. Und sie gleich als allererstes putsch runtergefallen. Ja, so ist sie halt, ne? Guck mal, die gehen zwei verschiedene Wege, ob das ein bisschen Bedeutung hat. Ich finde es so geil, dass Six hier irgendwie, wenn man hier so längst läuft, dass sie jetzt mal alles antastet irgendwie so. Ja, genau so. Wie so ein Kind, das an der Wand immer die Finger in der Tapeten längs streifen muss. Ja. Oh ja, lecker. Ich möchte auch essen. Jetzt kriege ich Hunger tatsächlich, ne? Guck mal hier, der Rollbraten wieder. Kassler. Der ist gerade ein schönes Kotelett oder so. Ja. Naja, er lutscht da viel mehr dran, ne? Es wird nicht weniger. Und das bei dem, was er da noch alles liegen hat, da hat er viel zu tun. Die kleinen Stummelbeinchen, Alter. Ja. Ups, 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 da durch. Nein, 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 nein. Nicht den Nieren. Okay. Der will mich verspeisen. Ah, was hat das für einen Sinn? Warum? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Ah. Guck mal, die wollen mich alle essen jetzt hier, wa? Oh, die fette, Alter, die fette Oma. Oh. Ja, sie sieht aus wie eine fette Tigerwelt tatsächlich, ne? Oh, nein, 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 nein! Nein, nein! Und Jan, mit der Wurst hinterher. Wieso habe ich mich da nicht festgehalten? R2, mein Schatz. R2. Ach, so. R2, natürlich, natürlich. Weißt du? Ja, habe ich doch gedrückt, Mann. Guck mal, ich warte, guck mal, ich bin ausgekackt. Gierlappen! Wie der hinterher krabbelt. Ich habe mal gehört, das Spiel sollte eigentlich mal Hunger reißen. Jetzt macht es auch nicht mehr. Aber Little Nightmares hört sich cooler an. Ja. So machen wir. Jetzt reicht auch langsam. Und hey! Ja, ja. Ja, die Stummelbeine, das ist geil. Wie ein Hochstuhl für dicke Fette. Die wollen nicht drauf fressen. Ja, wie bei dir einig gerade. Oh, ja. Oh, der hier Mountain, na, wie nennen sich die Dinger nochmal? Von den Kanada-Polizisten da mit den. Ach, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich bin gar nicht raus. Die haben auch so einen Hut auf. Ich werde dich mal kurz überreichen. Ja, dann mach mich aber anscheinend nicht heran. Was möchtest du, wieder rauchen oder was? Kleine Frühling. So. Oh, Alter. Nun grapsch mich nicht so an, ich soll die noch weglaufen, Alter. Ich muss dich ein bisschen angrapschen, weil das Mikrofon nicht. Das hört man aber eigentlich von mir auch nicht, ne? Grapsch mich nicht so an. Nein! Nochmal von vorne! Hör jetzt auf, das kitzelt! Mann, ich bin runtergefallen wegen dir. Entschuldigung. Ja, nochmal alles von vorne, diese Fressgeier hier. Oh ja. Mhm. Das schaffst du schon. Ja, ja. Ach guck mal, die müssen auf den Bücherstapel hochklettern, damit sie raufkommen. Ist auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht so schlecht. Hui. Leben kriegt ihr mich nie. Oder ihr kriegt mich niemals Leben, oder wie war das, ne? Hoppa. Und hoch.
Wer denkt sich sowas aus, frage ich mich. Ein Tablett. Oh, ich dachte, ich schaffe den Sprung nicht, ey. Die alle am Denieren sind auf dem Loch. Schieb rein, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Wieder bei mir den Füßen strampeln, ey. Meine Güte. Sachte. Oh, oh, ui, ui, ui. Hopp. Yay. Nicht furzen, bitte. Ich hab doch gesagt, nicht. Oh, oh, der fällt runter. Ui. Nicht, nein. Was denn? Achso. Hui. Hat er mich doch noch irgendwie gekriegt? Nein. Oh Gott. Oh, jetzt kriegt er mich aber. Man soll sich wundern, wie schnell die aber krabbeln können, ne? Witschi. Ja, wegen deinem Ventilator, oder? Ne? Oder unser Ventilator-Tor. Ist tot. Nein, weißt du, diese Statue. Ja, wir hatten es ja schon mal gemacht. Weil unsere Aufnahme war ja kaputt. Plumps, so. Darf ich auch mal? Du kannst das Mikrofon auch behalten. Ja, ich darf das Mikrofon behalten. Behalte das Mikrofon. Okay, behalte das Mikrofon. Aber ich drücke nachher wieder Aufnahme stoppt, damit ich dann... Oh, ich weiß nicht, warum er das manchmal macht, dass er dann die Aufnahme kaputt macht. Wir haben das Mikrofon am Headset, wie heißt das Ding eigentlich noch? Controller. Genau, damit nehmen wir auf über diese PlayStation-Geschichte. Das hatten wir auch schon bei Resident Evil so schlimm gehabt, ne? Ja. Das ist echt nervig. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen, warum das so ist. Die kochen auch überall, ne? Vielleicht kochen die ja gerade live, machen die gerade so eine Kochsendung. Bestimmt mit Tim Melzner gerade oder so, oder Hensner. Ja, die ist kaputt. Ich weiß, aber möchtest du? Ach, jetzt soll ich auf einmal doch wieder. Du bist ja mutig. Ich hab Amy ein bisschen Angst. Auf einmal alles ruhig. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, das Lichtlein brennt auch hier. Die atmen sehr schwer. Ja. Ja, bei der Körperfülle ist ja auch kein Wunder, ne? Ich sag ja, das ist wie bei Attack on Titan, erinnert mich das irgendwie. Total. Die auch so angekrabbelt kommen da. Die sind ja auch mal völlig, mal nicht völlig die Titanen da. Das ist allerdings eine sehr, sehr geile Serie. Nur der echt? Ja. Muss ich mir eine Aufnahme machen. Wenn es denn geben soll. Oh. Geil, Alter. Ich finde diese Bewegung einfach von Six einfach. Ja. Ja, ja. Ich ab. Hoch. Nein, das wird ziemlich eng. Ich tue hier schon, was ich kann. Und Scheiße! Tschüss! Ach, Leute, guck mal, da guckst du doof, ne? Ja, und da gehst du was anderes vor dann jetzt. Naja, wird sich bestimmt noch was finden. So, hier ist die Mütze von Tasten-Thomas oder Freddy Krueger. Krueger. Das nennen sie in dem Film, die sagen immer Freddy Krueger. Krüger. Ich nenne ihn Freddy Krüger. Oh, wieder Hunger. Du arme Six. Wo finde ich jetzt was zu essen im Restaurant? Wo findet man im Restaurant was zu essen? Wo lange
Schöne Rollbraten. Ja, ja. Denk daran, du sinkst unser Niveau gerade mit deinen. Ja, hättest du ja auch schon was essen können. Ja. Das ist ja. Das muss ich erstmal nach was suchen. Oh, ein Würstchen. Oh, kleiner Mann. Oh, die Musik schon wieder hier. Ja. Oh, danke schön. Oh, du bist so. Du rettest mir das Leben. Oh, ich weiß auch nicht, warum. Oh! Oh! Nein! Das ist dein Kumpel! Den wollte ich gerade füttern! Ne, tut er jetzt immer noch. Oh Mann! Das wollte ich nicht. Und die anderen Wichteln drumherum. Der hatte sie auch gerade bis zur Hälfte weggefressen, oder nicht? Der arme Wichtel. Und haben wir die geknuddelt? Ne, jetzt fressen wir die. Klar, der hat deinen Geschmack gewonnen hier. Komm, steh wieder auf. Da ist doch nur noch der Hut über, oder? Guck mal. Da ist noch der Hut über, Alter. Oh Mann, hat die Hunger gehabt? Die Beine liegen da, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat ihn angenagt. Boah, Leute, ey. Plumps. Hüps, da hoch. Was? Ach, Frisurenfrauke ist da. Weil ich das dir uns wirklich helfen wollte. Ja, ne? Frisurenfrauke? Nein. Achso. Ah. Es muss er ja so mit Kraft getankt sein, so viel Leben, wie er in sich aufgenommen hat. Sie, es ist immer noch eine Sie. Ist es wirklich eine Sie? Ja, doch, es ist eine Sie, ne? Ah, das war ja nicht so gut. Ach, guck mal, hier ist so eine Dose. Musik. Ja. So, und ja. Ja, war vielleicht ein bisschen zu weit weg. Und alle, ja. Ja. Ja, das Auge wieder, ne? Überall die Augen immer. Das Auge sieht alles. So. Kapitel wohl wieder alle, ne? Ja, dann sag ich mal, ja, meine lieben Freunde, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich, dass ihr vielleicht eingeschaltet habt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.